Der langjährige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Guten Abend, willkommen zur ZIP2. Kanzler der Einheit. Keiner hat so lange in Deutschland regiert wie er. Mit 87 Jahren ist Helmut Kohl heute früh gestorben. Ein Nachruf und Reaktionen. Trauer und Wut nach dem Brand in einem Wohnhaus in London. Der Zorn gegen die Verantwortlichen wird immer größer. Anfang vom Ende, ein Jahr nach dem Referendum, starten am Montag die Verhandlungen über den Brexit. Was Großbritannien will und die EU bereit ist zu geben. Dazu ein Live-Gespräch mit dem Europa-Experten Daniel Gross in Brüssel.